Hallo, einen wunderschönen guten Abend und recht herzlich willkommen zu den Honigmann-Nachrichten vom Freitag, den 8. Dezember 2017 mit der Nummer 1237. Mainz Schamanismus. Ein kulturanthropologisch-volkskundliches Forschungsprojekt hat Gegenwartsformen schamanischen Heilens im deutsch-belgischen Grenzgebiet untersucht. Gern als Esoterik oder Aberglaube spöttisch abgetan, verbinden diese Praktiken hingegen viel mehr Gesundheitsfürsorge und Sinnsuche in Reaktion auf aktuelle gesellschaftliche Zustände. Menschen, die sich heute dem Schamanismus zuwenden, suchen meist nicht nur Gesundheit im biomedizinischen Sinn, sondern im Sinne von Heil oder Ganzwerden, sagte Professor Dr. Ulich von der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Aluminium-Gehirngift. Aluminium in Impfstoffen gilt nach neuester wissenschaftlicher Studienlage nicht mehr als harmlos. Das Metall wird eindeutig mit Autismus und Alzheimer in Verbindung gebracht. Logisch, Alumosilikate bitte an der entsprechenden Stelle lesen, wo wir immer davon reden. Mehr noch, inzwischen gibt es eine ganz neue Bezeichnung für Autoimmunerkrankungen. ASIA. Die unter anderem durch Impfstoffadjuvantien wie zum Beispiel Aluminium ausgelöst werden können. Protestaktionen von Interessengruppen und Elternverbänden sorgten letztlich dafür, dass Quecksilber aus Impfstoffen beseitigt wurde. Jetzt aber verwendet man Aluminium, sodass hier lediglich ein Gift das andere ersetzte. Wettbüro-Derivatemarkt. Wetten kann ja jeder und bei der Pferde- und Sportwetten hat man zumeist noch eine Vorstellung davon, was da gerade abgeht. Der Derivatemarkt gilt heutzutage als Kür der Wettleidenschaft. Er ist für Uneingeweihte recht abstrakt, was sich beim Wetten aber nicht als hinderlich erweisen muss. Die überwiegende Zahl der umherwandelnden Menschen hat keine wirkliche Vorstellung davon, was in diesem Markt abgeht. Wohl wahr. Hätte ich auch Verschiedenes teilweise mal gerne erklärt gehabt. Aber ist ja egal. Wir sollen es ja nicht wissen. Vancouver, Kanada, Krypto-Katzen. Sobald man denkt, es geht nicht mehr schlimmer, kommt irgendjemand daher und liefert den Beleg fürs Gegenteil. Kryptowährungen haben sich in radikal kurzer Zeit zur massiven Blase entwickelt. Zum US-amerikanischen Thanksgiving wurde nun ein neues Spiel ins Leben gerufen, welches auf Blockchain-Technologie im Ethereum-Netzwerk zurückgreift. Crypto-Kitties. Kern des Spiels ist es, sich zwei Kryptokatzen zuzulegen und mit diesen Nachkommen zu züchten, welche dann in den Verkauf gehen. Es finden sich tatsächlich Käufer, die zum Teil enorme Summen dafür ausgeben. Der Irrsinn kennt eben keine Grenzen. Washington-Amtsenthebungsverfahren. Das Repräsentantenhaus lehnte mit überwältigender Mehrheit einen Versuch ab, Präsident Trump zu feuern, nachdem ein texanischer Kongressabgeordneter eine Abstimmung über ein Impeachment-Verfahren erzwungen hatte. Der demokratische Abgeordnete Green hat gestrigen Mittwoch zwei Anklagepunkte gegen Trump eingebracht. Aber die Abgeordneten stimmten sofort dafür, seine Resolution mit 364 gegen 58 Stimmen zu beerdigen. VSA-Politiker Russland. Viele Politiker in den VSA begrüßen die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees, Russland von den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang auszuschließen. Nun fordert VS-Senator McCain auch den Entzug der Fußball-WM, berichtete der VS-Radiosender Katar.com. Da sollte jemand mal mit den VSA versuchen, die irgendwo auszuschließen. Es ist schon einfach nur eine bodenlose Frechheit. Südamerika-EU-Freihandelsabkommen. Greenpeace warnt vor den Folgen des Freihandelsabkommens zwischen der EU und Mercosur. Angeprangert wird eine Zunahme der Kahlschläge in sensiblen Ökosystemen wie dem Amazonas-Regenwald, weil laut der Umweltschutzorganisation der Fleisch- und Sojaimport aus Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay erhöht werden soll. Buenos Aires. Die argentinische Justiz hat Haftbefehl gegen Ex-Präsidentin de Kirchner erlassen. Sie wird wegen mutmaßlicher
Verschleierung im Fall eines Attentats gegen das Haus der Amir, eines Dachverbands jüdischer Organisationen, 1994 angeklagt. Richter Bonadio ordnete am Donnerstag einen Prozess gegen die ehemalige Staatschefin an. Ich glaube, da wären ganz andere erstmal dran, die definitiv erstmal zur Verantwortung gezogen werden müssten. Beweise vor allen Dingen. Beweisbar alles. Ohne definitiv irgendwelche Zeugen zu beseitigen oder mal da einfach hindümpeln zu lassen oder zu ruinieren oder wie auch immer. Oder gar zu morden. Jerusalem Trump. Sie haben ihn alle gewarnt. Jedenfalls diejenigen, mit denen der amerikanische Präsident vor seiner am Nikolaustag verkündeten Entscheidung über eine rein amerikanische Vorgehensweise telefoniert hatte. Fakten in dieser Region zu schaffen, das war schon immer das Verhängnis. Es provozierte weitere Kriege und weiteres Blutvergießen weit über die eigentliche Region hinaus. Das wird mit Sicherheit noch, das hat er sich nicht gut überlegt, was er da gemacht hat, weil letztendlich immer die Frage steht, wem gehört das Land? Ungeachtet dessen, der Schöpfer hat alles geschaffen für alle. Definitiv. Jeder, wo er hingehört. Jerusalem, Hamas. Die Hamas hat zu einem neuen Palästinenseraufstand, also Intifada, aufgerufen. Der Aufstand sollte ins Herz des zionistischen Feindes getragen werden, sagte der Anführer der radikal-islamistischen Gruppe Haniyeh am Donnerstag. Damit reagiert die Hamas auf die Entscheidung von US-Präsident Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Ankara, Jerusalem. Die Türkei hat die Entscheidung von US-Präsident Trump zur Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels vehement kritisiert. Eine solche Entscheidung stürzt die Welt und besonders unsere Region in einen Ring aus Feuer, mahnte Präsident Erdogan am Donnerstag vor einer Abreise nach Athen. Guangzhou, China, Elektrofahrzeuge. China übernehme die Führung auf dem Markt für Elektrofahrzeuge, da es einen realen Regierungsschub gebe, um die Luft zu reinigen, sagte der exekutive Vorsitzende der Ford Motor Company, Ford, am Mittwoch. Er sagte, dass das Joint Venture beeindruckende Technologie und wettbewerbsfähige Kosten bringen werde, wodurch Retail-Kunden nicht aus dem Markt verdrängt würden. Tokio, Japan, China. Japan und China haben sich im Streit um eine Inselgruppe im Ostchinesischen Meer auf einen Mechanismus zur See- und Luftfahrtsicherheit verständigt. Beide erheben Anspruch auf die Inselgruppe. In Japan Senkaku und in China Diaoyu genannt. Der geplante Mechanismus soll versehentliche Zusammenstöße in den Gewässern oder im Luftraum verhindern. Moskau, Syrien, IS. Präsident Putin bestätigte die Meldungen am Mittwoch, berichtete Interfax. Zuvor hatte der russische Verteidigungsminister Shoigu von einer vollständigen Niederlage des IS gesprochen. Es könne vereinzelt weiterhin zu Widerständen kommen, betonte der Präsident. Dennoch habe die Terrormiliz eine absolute Niederlage erlitten. Nischni Nowgorod, Russland, Olympia. Die russische Regierung werde keinen Athleten daran hindern, an den Olympischen Winterspielen in Südkorea teilzunehmen, erklärte Präsident Putin am Mittwoch im Rahmen eines Besuchs beim Autobauer GAZ in Nischni Nowgorod. Ohne jeden Zweifel werden wir keinerlei Blockade verkünden. Wir werden unsere Olympioniken nicht daran hindern, teilzunehmen. Wenn jemand von ihnen persönlich dabei sein will, zitierte die Zeitung Vechernyaya Moskwa, den russischen Präsidenten. Ich bin der Meinung, sollen alle an ihrer eigenen Nase zupfen mit dem Doping. Also das ist definitiv hundertprozentig nicht von Russland so initiiert worden. Da würde ich mein Wort drauf geben. Wer das alles immer eingeführt hat, das bleibt nun auch schon dahingestellt. Doping meine ich. Moskau, Russland. Präsident Putin bezeichnete den Ausstieg der russischen Wirtschaft aus der Rezession als eines der Hauptresultate 2017. Es ist in der Tat sehr wichtig gewesen, dass unsere Wirtschaft aus der Rezession herausgekommen ist und in die Phase der nachhaltigen Entwicklung und des nachhaltigen Wachstums eingetreten ist, sagt das einzig Gescheite. Seinen Worten nach sind andere Bereiche abhängig von der wirtschaftlichen Lage, einschließlich der sozialen Lage, dem Niveau der Einkommen der Bürger,
der Verteidigungsfähigkeit und Sicherheit des Landes. Kiew-Georgier. Die ukrainischen Ordnungskräfte können den früheren Gouverneur des Gebiets Odessa, Saakaschwili, schon 2 Tage lang nicht festnehmen. Der Politiker versteckt sich im Zeltlager seiner Anhänger mitten in Kiew. Saakaschwilis Anhänger haben sich am Dienstag zum Haus der Werchowna Rada begeben, um ihre Forderung nach einem Misstrauensverfahren gegen Präsident Poroschenko kundzutun. Brüssel, EU, NATO. Die NATO strebt eine noch engere Zusammenarbeit mit der EU an. Beim Treffen in Brüssel berieten jetzt die Außenminister der Bündnisstaaten über einen 32-Punkte-Plan, der zahlreiche konkrete Maßnahmen einer noch weitergehenden Verzahnung der militärischen Kooperation vorsieht. Eine verbesserte Zusammenarbeit wird dort etwa bei der Verlegung von Truppen und Ausrüstung sowie beim Informationsaustausch bei der Terrorabwehr vorgesehen. London, Gentech-Ratten. Jeden Tag gehen Meldungen über Ratten- und Mäuseplagen bei den Londoner Gemeinden ein. Rattengift wirkt nicht mehr. Die Nagetiere haben Resistenzen entwickelt. Genetisch modifizierte Ratten, die ein Unfruchtbarkeitsgen in sich tragen, sollen Abhilfe schaffen. Kritiker dieser Vorgehensweise fürchten, dass die genetisch veränderten Ratten einen nicht vorhersehbaren Einfluss aufs Ökosystem nehmen könnten. Tja, das hat alles seinen Sinn. Auch Ratten haben ihren Sinn vom Schöpfer bekommen. Amsterdam, Wutmusel. Ein Allah Akbar schreiender Moslem mit Palästinensertuch und Flagge schlug gestern Morgen in rasender Wut ein jüdisches Restaurant in Amsterdam kurz und klein. Auslöser dürfte die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch Trump gewesen sein. Europa Multikulti Abgrund. Was wir erleben, ist nicht nur kultureller Verfall, sondern geistige Verblödung der Bevölkerung. Früher sind Menschen gegen Krieg auf die Straße gegangen. Sie haben demonstriert gegen Krieg, Rüstung und Waffenhandel. Heute greifen sie Friedensaktivisten an und holen sich Terroristen in ihr Haus. Es heißt, aus humanitären Gründen. Schon klar. Dresden, TBC, Deutschland. In den letzten Jahren verfügen wir über ein buntes Angebot verschiedener gefährlicher Erreger und Bakterien, die vorher schon ausgestorben zu sein schienen. Am Hoger-Gymnasium in Dresden hat es, wie vorher schon in zahlreichen anderen Städten, jetzt mehrere Fälle von Tuberkulose gegeben. Insgesamt 4 Lehrer und Schüler haben sich mit dem gefährlichen Erreger infiziert. Und es wird noch besser kommen. Zwickau, Chemnitz, Illegale. Die Bundespolizei ermittelt gegen einen 50-jährigen Serben wegen des Einschleusens von Ausländern. Ich wüsste da noch jemand anders, der da definitiv wogegen ermittelt werden sollte, in diesem Bereich. Der Mann war am 5. Dezember als Fahrer eines Transporters auf der A72 in Richtung Chemnitz unterwegs, als Einsatzkräfte der Fahndungsgruppe von Bundespolizei und Bundespolizeidirektion Zwickau das Fahrzeug stoppten. Im Fahrzeug befanden sich insgesamt 10 serbische Staatsangehörige. Prepper, BRID, Innenminister, ist auch so ein Thema. Sie haben überhaupt keine Handlanger mehr. Jetzt gehen Sie an die Leute, die trotz der Bundesregierung vorgeschlagen haben, sich Notvorsorge anzuschaffen. Das sind jetzt die Kranken. Also ich weiß nicht, was sie sich noch einfallen lassen. Es gibt Menschen, die wissen für die nähere Zukunft um Situationen, in denen die Versorgung mit Strom, Wasser, Lebensmitteln und Medikamenten zusammenbricht. Wie gesagt, steht auf der Seite der Bundesregierung, wo definitiv die Vorschläge sogar gemacht werden. So bereiten Sie sich mit einer ausgeklügelten Lagerhaltung lebenswichtiger Dinge vor, sollten Sie auch weiterhin tun. Doch nun wollen die Innenminister von Bund und Ländern diese Szene erstmalig auch bundesweit beobachten lassen. Wie eine Beschlussvorlage zur Innenministerkonferenz zeigt. Ich bin gespannt, definitiv die Minister, wo die ihre Sachen gebunkert haben, in großen Bunkern, die der Bevölkerung nicht zur Verfügung stehen. Es ist einfach unglaublich, was hier läuft. BRID, NWO Europa. SPD, Schulz, will die europäischen Nationalstaaten bis 2025 abwickeln und die EU zum Superstaat machen. Ich hoffe, das wird ihm nicht gelingen. Das wäre dann der Super-GAU ohnehin. Der AfD-Vorsitzende Meuthen sagte dazu,
Danke für die Offenheit, Herr Schulz. Die jahrelangen Warnungen der AfD treffen demnach zu. Der SPD-Chef ist der Erste, der offen zugibt, woran die Altparteien alle seit Langem arbeiten. Die Abschaffung Deutschlands. Die gute Nachricht. Suche nicht Macht, sondern Zufriedenheit. Macht ist die Essenz von potenziellem Ehrgeiz. Zufriedenheit ist die Essenz von innerer Befreiung. Von Sri Chinmoy. Und die zweite gute Nachricht, wie gestern schon versprochen, über Bienen und Hornissen. Krieg der Bienen und Hornissen. Lasst es alle Bienen wissen, heute schwärmen die Hornissen. Auf die Bienen bei den Schlehen haben sie es abgesehen. Schrummt herum, Krieg ist böse, Krieg ist dumm. Die Hornissen trimmeln, lärmen, aber ach, die Bienen schwärmen. Werden die Hornissen gegen uns die Bienen unterliegen? Schrummt herum, Krieg ist böse, Krieg ist dumm. Brausend durch die Lüfte ziehen die Hornissenkompanien. In den gelb und schwarzen Röcken geht es zu den Bienenstöcken. Schrummt herum, Krieg ist böse, Krieg ist dumm. Die daheimgebliebenen Bienen kämpfen mit verbissenen Mienen, aber ihrer sind zu wenig. Sieg, ruft der Hornissenkönig. Schrummt herum, Krieg ist böse, Krieg ist dumm. Ach, nur wenig Honig haben die erkämpften Bienenwaben. Jeder Krieger der Hornissen kriegt mit Not drei kleine Bissen. Schrummt herum, Krieg ist böse, Krieg ist dumm. Lasst es alle Menschen wissen, wenig nützte den Hornissen, das Bekriegen, das Besiegen, denn 200 blieben liegen. Schrummt herum, Krieg ist böse, Krieg ist dumm. Von Johannes Krüss, der wurde geboren 1926 auf Helgoland, starb 1997 auf Gran Canaria. Also man sieht, man hat sich schon sehr früh immer mit Bienen beschäftigt, das fand ich eigentlich ganz lustig, beziehungsweise wahr. Man kann es ganz einfach nur so deuteln. Ja, und das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zusehen und fürs Zuhören. Vom Honigbein gibt es bis im Moment nichts Neues, was zu berichten wäre, außer ihr sollt ihm schreiben, nicht mir, oder von mir was fordern, ihr sollt ihm schreiben. Warum man Gedanken hat, da seine Adresse drauf zu schreiben, verstehe ich überhaupt nicht. Entweder man steht zu etwas oder man steht nicht zu etwas. Also schreibt ihm mit eurer Adresse, weil ich habe selber genug zu tun. Also ich kann euch das höchstens in mündlicher Form kurz immer mitteilen. Aber ihr solltet schon selber einen Kontakt aufrechterhalten. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich. Wünsche allen ein schönes Wochenende. Wie ihr seht, schneit es draußen leicht, beziehungsweise Schneeregen, was auch immer es ist. Es ist unangenehm und kühl draußen. Schauen wir mal, was das Wochenende noch so bringt. Eure Biene vom Honigmann. Und viele liebe Grüße wie immer an alle. Tschüss.